mal, was man für 3D-Bilder auf einem Blatt Papier malen kann. Los geht's. Wir fangen an mit einem Viereck. Das könnt ihr so groß machen, wie ihr wollt. Ich mache es gerade 6 cm groß. Aber man kann es natürlich auch noch größer machen. Oder kleiner. Kommt nur darauf an, wie ihr es schön findet. Das ist auch nicht so schlimm, wenn es nicht ganz aufgeht. Das kommt ja am Ende nur auf die Zeichnung an. So, jetzt malen wir als erstes hier so einen Strich dadurch. So. Vielleicht nicht so doll aufstrecken wie ich, aber so ungefähr. Federmuffel. Ich brauche ein Lineal. Nicht so schlimm. Am Ende wird es sowieso übermalt. So. Jetzt machen wir erstmal so große Abschnitte auf dieser Seite und auch auf dieser Seite. Und das machen wir jetzt die ganze Zeit. Ja, je größer euer Viereck ist, ja, halt mehr so welche Dinger müsst ihr halt machen. Also hier so welche. Sieht schon gut aus, oder? Eigentlich. Bisher sieht schon echt gut aus. So, jetzt reicht's, glaube ich, ab. Ich weiß nicht, ob es so richtig abweicht jetzt. Oh mein Gott, hat die auch wieder. Hab's jetzt weggemacht. So, jetzt macht man hier so einen und das halt die ganze Zeit weiter bis zum Ende. So, ich bin jetzt am Ende angekommen und sieht man schon die Illusion so ein bisschen da drin? Ich würde sagen, eigentlich schon. Nun, jetzt kommt es am Ausmalen. Jetzt seid ihr gefragt. Am besten ist es, wenn ihr hier zum Beispiel schwarz macht oder hier als erst schwarz-weiß, schwarz-weiß, aber das ist euch überlasst. Und ich zeige euch mein Ergebnis, wenn ich fertig das Ganze gemacht habe. So, ich habe das jetzt fertig gemacht. So, und eigentlich sieht ganz cool aus. Wie ein Loch. Was da ist. Ja. So, nun kommen wir zu dem nächsten Teil, das ich mit euch mache. So, jetzt machen wir eine Treppe. Als erstes müssen wir ein großes Rechteck zeichnen. Kommt drauf an, wie groß ihr halt eure eure Treppe haben wollt. Ich mache es jetzt so groß. Man kann es natürlich auch anders groß machen. Jetzt empfehle ich euch 7 cm. Das ist eigentlich immer ganz gut. Jetzt müsst ihr wieder ganz zurückfinden. Natürlich muss auch alles gleich bleiben. 7 cm so. Und jetzt verbinde ich das Ganze mit dem hier. So. Jetzt haben wir schon mal ein kleines Gerüst von unserer Treppe. So. Jetzt nehmen wir als erstes hier so circa 1 cm Abstand. Sage ich jetzt mal, 1 cm hier so nach oben zeichnen.
so ein Zentimeter ist. Von hier aus ein Zentimeter jetzt und jetzt hier so. Also ein Zentimeter. Und das Ganze hier oben auch nochmal machen. Ein Zentimeter und markieren. Und jetzt nur noch verbinden. Und jetzt lassen wir erstmal so circa 2 cm Abstand. So 2 cm. Und machen dann das nächste hin. Und hier auch noch eins, denn hier wollen wir das gleiche, was wir da drüben haben, machen. So, also hier wieder 2 cm. So. Und bei der 3 noch einmal machen. Von dem anderen Berg aus. So. Und jetzt verbinden. Ja gut. Jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich hier unten mich um ein paar Millimeter vertan. Das darf nämlich keinem passieren, sonst wird es nicht mehr ganz gut. Also einfach wegmachen. Ihr habt ja alle Zeit der Welt. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. So. Und so. So. Jetzt haben wir schon mal ein kleines Stückchen von der Treppe fertig. Und das machen wir jetzt immer wieder bis zum Ende. Wir sehen uns jetzt gleich, wenn ich schon mal das Ganze fertig habe. Damit wäre ich jetzt erstmal mal fertig. Ich find, das sieht ein bisschen aus wie Gitter von einem Gefängnis. So, jetzt müssen wir erstmal etwas zeichnen wieder. Und zwar hier so ein Zentimeter immer runtergehen. Hier so nach da drüben. Ein Zentimeter. Jetzt hier so einen kleinen Strich machen. Und da müssen wir jetzt hin. Genau. Und jetzt müssen wir einmal bis hier nach da drüben. Müssen ausmessen, dass hier genau ein Zentimeter ist. Und machen hier ein Strichchen. Und machen das jetzt nach da drüben. Nimmt schon langsam Form an wie eine Treppe. Würde ich nur sagen. Wenn man es später fertig hat. So, jetzt müssen wir wieder ein Zentimeter hier so gehen. Nach da drüben. Also müssen wir hier abmessen. 2 Zentimeter. Und machen hier ein kleines Pünktchen hin. Und verbinden das Ganze miteinander. So. Und jetzt machen wir hier wieder 2 Zentimeter abmessen. Machen hier einen Strich. Und das müssen wir jetzt damit verbinden. So. Nimmt schon langsam Form. So, das Ganze müssen wir dann bis zum Ende machen. Genau. Das wollte ich sagen. Genau. So. 3 cm abgemessen. Hier ein Pünktchen gemacht. Und wir sehen uns, wenn ich das Stückchen fertig gemacht habe. Ich habe das Ganze jetzt gemacht. Ihr seht das jetzt mal von oben. So sieht es von oben aus. Und von der Seite sieht es so aus. Noch gar nicht so schlimm. Was machen wir jetzt, fragt ihr euch? So, jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, hier das ein bisschen dicker malen. Damit das ein bisschen auffälliger ist. Und ja, am besten ist das mit einem Marker. Am besten ein schwarzer. Wenn ihr habt. Wenn ihr nicht habt, geht auch bestimmt halt schwarzer Stift oder schwarzer Feinliner, also einen schwarzen Stift, kein Bleistift, und ihr müsst dann halt hier die Ränder ausmachen und hier das Ganze, ja, und dann macht ihr hier das Ganze schwarz ausmalen. Ja, das mache ich jetzt erstmal. So, jetzt habe ich hier schon mal alles schwarz ausgemalt.
sieht schon eigentlich realistisch aus. Jetzt müssen wir nämlich nur noch hier das Grau machen, das Grau machen, das da Grau machen, das da, das da. Und halt, wenn ihr noch mehr gemacht habt, dann immer so weiter halt diese Dinge halt. So. Wichtig ist aber, dass ihr hier hinten nicht sowas habt. Das darf nicht vorkommen. Wenn ihr sowas habt, müsst ihr das richtig vergrößern. Deswegen habe ich gesagt, ihr halt nehmt am besten, ihr halt eine, 1 Zentimeter, habe ich ja auch genommen, so 10 Zentimeter. Gut. Okay. Ich werde jetzt das alles herzaubern. 1, 2, 3. Tada! Fertig! Gezaubert! Sieht schön aus, oder? Halt das Video an und dann machst du das bei jedem Schritt. So, nun sind wir. Nun sind wir fast richtig fertig. Aber uns fehlt etwas noch. Es sieht zwar schon richtig schön aus eigentlich. So, jetzt von meiner Sicht. Hier so, denke ich mal, sieht es etwas aus. Von dieser Sicht sieht etwas realistisch aus. Also man muss immer beobachten, von was es realistisch aussieht. So sieht es auf jeden Fall realistisch aus. So, die Treppe sieht cool aus, oder? Aber sie ist auf dem Papier gezeichnet. Wie geil! Richtig cool, oder? Aber es fehlt noch etwas. Denn was ist bitte schön, so etwas ohne Schatten? Da fehlt noch der Schatten. Und den Schatten werden wir ganz einfach zeichnen, indem wir einfach zeichnen wir einen Schatten hier so aus. Hier so ein bisschen so. Bis ganz nach unten hin. Dann zeichnen wir einfach. Wir nehmen uns hier das Lineal wieder und zeichnen uns einfach hier so eine kleine Linie. Und die malen wir dann einfach aus und das wird dann unser Schatten. Genau. Ups. Ich zeige euch mal, wie das dann aussieht ungefähr. So, ich habe vergessen, euch etwas Wichtiges zu sagen. Und zwar, ihr müsst von hier oben so nach unten gehen und dann geht ihr einfach so nach unten. Genau, das ist das kleine Geheimnis. Das kleine, aber schöne Geheimnis. Ihr geht dann bis hier unten hin. Und dann malt ihr das halt mit einem ganz, ganz hellen Grau. Also nicht aufdrücken, ganz, ganz wenig. Ich zeige euch mal, wie das aussehen kann. So sieht das dann aus. Und nun ist es fertig. Die Treppe, die nach unten geht. Cool, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass sowas funktioniert. Nun kommt das nächste. Wir machen jetzt ein Hochhaus. Also als erstes brauchen wir einen kleinen, aber feinen ja, halt Viereck, das halt so rum ist. Ich weiß nicht mehr, wie sie diese Form hieß. Hier ist da, machen wir als erstes. So, ganz oben auf dem Blatt. Jetzt machen wir hier unten irgendwo, so hier ungefähr, machen wir ungefähr das gleiche nochmal, nur ein bisschen anders da, und zwar machen wir nur, ich guck mal, ob das so hinhaut. Nee, passt eben nicht. Muss hier unten sein am besten oder hier. So ungefähr. So. Würde ich schätzungsweise sagen, dass das hier hinkommt. So. Wir machen nämlich jetzt einmal so und einmal so in die andere Richtung. So. Und jetzt machen wir einmal
so und einmal so. Und nun haben wir schon eine kleine Figur fertig. Das war es aber noch lange nicht, denn wir haben uns ein riesiges Gebäude vor uns. Jetzt machen wir halt das Dach, was oben ist. Glaube ich, wird das sein. Wir müssen als erstes nämlich einen großen Kreis machen. Ein großes Viereck machen. So ungefähr ist dann so nach unten ist. Muss aber gleich groß sein wie das ungefähr. Das geht aber hier drüben noch dann weiter. Ich würde schätzungsweise sagen 9 cm. Macht man das so meistens? Ja, würde ich so schätzen. Weil sie sagen, jetzt 9 cm hier so nach oben. So, jetzt 9 cm nach da und so nach da. Na? Hier, so, jetzt. Wo ist mein Pinsel geblieben? Mein Bleistift hier. So, jetzt machen wir hier nochmal ein Viereck, aber das ist kein richtiges Viereck, wenn man das so nennen darf, sondern sowas. Und dann machen wir hier oben ein bisschen weiter. So. Ja, ihr seht das, gell? Hier. So ein 5 mm Abstand hier so. So. Hier unten muss ca. 1 cm Abstand dann halten. Zu den Sachen, die wir jetzt gleich machen. Jetzt erstmal 5 mm Abstand. Und hierhin kommt das Ganze. Und jetzt machen wir das Ganze hier hin. So. Und jetzt machen wir das Ganze so. Und das Ganze machen wir auf der anderen Seite auch so. Ein bisschen anders. Denn dort machen wir auch hier das, aber nicht das andere. Dann machen wir jetzt erstmal eine kleine Linie. Bis eine kleine, aber feine wieder mal. Kleine, aber feine Linie nach hier drüben. So. Ja. Ein bisschen zu weit, würde ich schätzen. Ja, so. So ist es. Okay. So. Jetzt machen wir hier so. Runderwärts. 5 mm wieder. Hier habe ich, glaube ich, 1 cm genommen. Da muss man natürlich auch 5 mm nehmen. So, jetzt habe ich hier 5 mm und da das kleine Ding 5 mm. Jetzt werden wir erstmal hier das Ganze mit das da verbinden. Das sieht man natürlich überhaupt nicht. So. Das da mit das da habe ich jetzt verbunden. So. Was wir jetzt machen werden, ist wie folgt. Wir werden jetzt hier oben nochmal sowas machen. Ungefähr auf dieser Höhe, die ich hier so hatte. Da muss natürlich wieder 5 mm Abstand gehalten werden. Hier, in der richtigen Realität, wie es gerade ist, müssen wir 2 Meter Abstand halten.
Aber hier müssen sie nur 5 mm Abstand halten. Das finde ich ungerecht. Ungerecht. Spaß beiseite. So. Das hätte ich jetzt schon mal hier. Da so. Das kleine Ding. Jetzt werde ich hier drüben auf der gleichen Höhe, also hier wieder das Teil. Ups. Und zwar hier werde ich jetzt das Ganze hier so platzieren. Und zwar genau hier. Und hier werde ich dann hier so, wird es dann hier so 5 mm runtergehen. Genau. Und jetzt das Ganze miteinander verbinden. Und wir hätten das schon mal. Oh, jetzt werden wir das Ganze so verbinden. Und wir hätten jetzt schon mal einen kleinen, aber feinen Bereich. Sieht ein bisschen 3D aus. Jetzt von hier dieser Sicht. Aber nur ein bisschen. So. Jetzt fehlt aber noch was. Und zwar, wir haben ja hier noch was. Und das müssen wir mit hier das da verbinden. Also so, so, so. Und jetzt ist auch dieser Fehler weg. Jetzt hat man hier das Teil zu sehen. Und das sieht schon. Eigentlich kann sich das sehen lassen. Ich finde es nicht schlecht. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Nur wieder ein bisschen kleiner. Wieder mit ein bisschen Abstand halten. Diese Abstand. Hier so auf Augenmaß. Hier so ungefähr. Haben wir jetzt das Ganze so. Und hier oben. So, ja, auf Augenmaß sieht es eigentlich gar nicht schlecht aus. Ihr müsst das jetzt ganz halt so machen, auch auf Augenmaß. Weil man kann jetzt nicht genau sagen, kommt drauf an, wie groß ihr das Rechteck gemacht habt. Das könnt ihr so groß machen, wie ihr lustig seid. Am Ende kommt es noch raus, dass man halt hier unten noch das so, glaube ich, weitermacht, genau. Und hier dann halt kleine Fenster macht, damit das auch wie ein Hochhaus aussieht. So. Ich habe hier, glaube ich, ein bisschen zu viel genommen. So, das wieder mal verbinden miteinander. So, dann hätten wir das schon mal, das kleine. Und jetzt müssen wir das Ganze nach hier unten machen und werden das Ganze Ich glaube, ich habe einen kleinen, aber feinen Fehler gemacht. Denn das da ist ein bisschen nicht gerade die Linie. Das müssen wir ausbessern. So, jetzt ist er gerade aber. Ja, das kann sich doch nicht sehen lassen, oder? Ich würde sagen, das sieht schon mal auf jeden Fall 3D aus. Sieht aus wie eine Pyramide. Wenn man es noch weitermacht, hat man eine Pyramide.
Aber das machen wir natürlich nicht. Aber wir machen trotzdem noch ein kleines. Und zwar wieder auf Augenmaß. Hier so und da so ein bisschen. So. Und machen jetzt das Ganze so auf Augenmaß. Würde ich jetzt schätzen, zu sagen. Ich würde aber noch ein bisschen weiter gehen. Hier, so. Und jetzt so. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Und jetzt hier so nach da drüben. Jetzt das da. Nach hier drüben. Und das da wieder so. Und das da so. Und das Ganze. So. So, das war's erstmal. Das war's nicht. Das ist erstmal das Ganze mit, glaube ich, oben auf dem Dach. Aber es fehlt noch eine ganze Menge, wenn wir ehrlich sind. Ja, jetzt müssen wir nämlich. Jetzt kommt es nämlich am Hochhaus. Aber das ist natürlich. Keine Frage für den lieben Fabian, denn man kann einfach hier so 8 cm nach unten zeichnen ungefähr, so nach Augenmaß. Jetzt so ein bisschen 2 cm nach oben. Da gibt es keine Vorschriften. Ihr könnt das so groß machen, wie ihr wollt. Hier so nach unten. Aber ihr müsst natürlich so eine Form herhalten. So, jetzt müsst ihr es auf der anderen Seite genauso so runter machen. Genau, und dann habt ihr hier schon diese kleine Form halt. Ja. Nicht ganz, Fabian. Ach, wieder einen Fehler gemacht. Damit es 3D überhaupt aussieht, sonst wäre es ja nicht nur ein normales Bild. Wenn wir aber 3D haben, dann muss man ja so zeichnen. Genau. So. Das sieht irgendwie doof aus. Erst 3D zeichnen wollen und dann doch nichts können. Muss man einfach herausprobieren, bis man halt die richtige Stelle gefunden hat. Aber jetzt glaube ich in der Mitte, die goldene Mitte ist glaube ich immer gut. Ich weiß aber nicht, ob sie diesmal auch wieder gut ist. Ja, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen als 3D-Bild. Jetzt auf der anderen Seite genauso. So. Ich würde sagen, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich weiß es nicht, aber ich finde es eigentlich, es sieht zwar jetzt nicht toll aus, aber man kann auch nicht sagen, dass es schlecht aussieht. So, jetzt macht die erstmal auf Augenmaß hier immer so welche Striche rein, die sind nützlich. Wir werden euch dann noch den Begriff erklären. Was laber ich denn da schon? Und natürlich, die werden später noch sehr, sehr nützlich sein. Und keinen Begriff erklären. Aber bei mir sieht es jetzt eigentlich nicht so spektakulär aus.
ist halt auch schwierig. Wenn man nicht auf Anhieb hinkommt. Ist nicht schlimm. Aber man versucht es einfach so gut wie möglich so zu zeichnen. Ich würde sagen, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Nur halt ein bisschen zu nah, zu weit weg voneinander. Das werde ich, dieses Problem werde ich jetzt beheben. Oh, ich habe manchmal 5 cm gemacht und manchmal weniger. Wie hier zum Beispiel gerade. Das ist auch nicht so schlimm, wenn es halt nicht, wenn man es am Anfang nicht hinbekommt, wie ich gerade. Am Ende kommt es ja nur darauf an, ob es schön aussieht. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei mir schön aussieht. Und jetzt mache ich erstmal hier alles auf eine Linie bringen. Denn die Stäbe müssen ja auch alle gleich groß sein. Genau. So. Hier sind die ungefähr alle gleich groß. Nicht ganz, aber ungefähr. Oder ich habe eine bessere Idee. Mach es einfach so. Alle so verlängern. Man bemerkt ja auf jeden Fall, dass ich wirklich konzentriert bin. Weil es ist auch schwierig, das Ganze zu zeichnen. Wenn man jetzt noch keine Experte ist wie ich. Ich würde sogar sagen, das sieht jetzt zwar jetzt nicht so schön aus, weil ich das da so groß gemacht habe. Hätte es ein bisschen weiter nach unten gemüsst. Aber eigentlich sieht es bisher ganz schön aus. Und jetzt zeige ich es euch mal gleich. Wenn es angemalt ist. Und zwar 1, 2, 3. So sieht das Ganze jetzt aus. Man kann natürlich auch hier das Ganze noch ausmalen, aber dafür habe ich keine Zeit. Wer dafür die Zeit hat, ja, der kann das machen natürlich. Ja, ich habe dafür aber leider keine Zeit. Das ist der Schatten, den man machen kann. Und das sind halt die Dinge, die anderen Schatten und sowas halt. Ja. Und jetzt muss man da noch was machen, da noch was machen, da und da noch. Ja. Ja gut, also, wer weiß, ob ich das noch machen werde. Jemals, ich weiß es nicht. Aber ich finde es eigentlich bisher ganz toll. So, ich habe jetzt hier so das Ganze hier so ausgemalt und sowas, hab hier so gemacht und das schneide ich jetzt nur noch hier so an den Rändern aus, das so ausschneiden, so, und dann ist es auch schon fertig. Kann man hier noch was hin, was man auch immer möchte. Ja, dann ist das Haus auch schon fertig.